Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu unserer eigenen hausgemachten Happiness. Ich habe ein ganz tolles Projekt mit euch vor. Das erzähle ich euch gleich, was wir da gemeinsam tun werden. Aber erstmal möchte ich einen kurzen Exkurs machen für alle, die mich nicht so lange kennen. Und zwar bin ich ein Mensch, ich arbeite schon mein ganzes Leben lang an mir, an meiner inneren Haltung, an den äußeren Umständen. Es ging eigentlich direkt mit der Geburt los, da ging es um Leben und Tod. Ich war ein sehr frühes Frühchen in den 80ern, wo die Frühchenstationen noch nicht so weit entwickelt waren. Und eigentlich ging es dann auch in der Kindheit direkt weiter mit großen, ich sag mal, Steinen im Weg. Und habe halt immer gekämpft und mich immer versucht weiterzuentwickeln. Im Alter von 12 Jahren fing ich an, Ratgeber zu lesen. Und zwar Lebensratgeber, ganz unterschiedliche, und habe mir immer aus diesen Ratgebern Inspirationen für mein Leben geholt und mich daran orientiert und einen Schritt weiterentwickelt. Dieses Denken in Ratgeberprogrammen hat mir in vielen Bereichen meines Lebens immer wieder weitergeholfen. Die ganzen Urratgeber der letzten Jahrzehnte von den ganz großen Schriftstellern, die habe ich alle, also habe ich mich auch viel drin bedankt in diesem Buch. Es gab aber einen Punkt, da war ich alleinerziehend mit 2 Kindern und nichts in meinem Leben hat mir gepasst. Und da ich ja gewohnt bin, in Ratgebern auch Hilfestellung zu suchen und dann auch gerne umzusetzen, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem passenden Ratgeber für diese Situation. Und ich habe keinen gefunden. Ich habe tatsächlich keinen Ratgeber gefunden, der mir als Mutter weiterhilft, mich weiterzuentwickeln. Nun ging es damals konkret darum, aus diesem Alleinerziehend und auch aus dieser Stressfalle, ich wollte auf der einen Seite ein schönes Leben haben, auf der anderen Seite hatte ich viel zu viele Herausforderungen in meinem Alltag und ich konnte mich ja nicht aufteilen und ich musste an mein Zeitmanagement irgendwie herankommen. Und dann habe ich mir selber ein kleines Programm geschrieben. Also ich habe mir selber einen Weg gesetzt, in dem ich mir verschiedene Punkte überlegt hatte. Das möchte ich ändern, jenes möchte ich ändern, da möchte ich rangehen. So stichpunktartig. Und habe mich daran orientiert. Und das hat mir damals, ich sag mal wirklich, aus dieser Zeit herausgeholfen. Und nach dem 3. Kind war ich in einer ähnlichen Situation. Nicht, dass ich dann alleinerziehend war und nicht, dass die Situation irgendwie zu vergleichen gewesen wäre. Aber es war wieder eine Situation, ich nach dieser Mama-Blase, was mache ich jetzt? Was ist mit meinem Körper? Was ist mit meiner Art, mich zu bewegen? Wo bin ich? Wer bin ich? Was will ich? Ja? Und es sich wiederfinden nach einem Kind. Und ich bin dann an meine Notizen aus nach dem 2. Kind ran, habe ein bisschen verändert, umgeschrieben und tatsächlich auch nach dem 4. Kind habe ich mich wieder an diesem eigenen Programm orientiert. Und als dann mein Verlag mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, ein 3. Buch zu schreiben, habe ich sofort gesagt, ja, ich möchte dieses Programm gerne, habe natürlich auch viele meiner Freundinnen, habe ich natürlich immer Zugang dann auch gegeben und ich möchte dieses Programm gerne ausführlich aufschreiben und als Buch herausbringen. Und dabei ist Happiness hausgemacht entstanden. Ein Jahr lang habe ich geschrieben und quasi ein Programm entwickelt, selbst kreiert, in dem wir in die ganzen Bereiche des Alltags gehen für Mamas, die einfach... Also es gibt einfach viele Ratgeber, aber keine Ratgeber für Mamas, die sich nicht auf Kinderbeziehungen beziehen. Und deswegen sprechen wir in diesem Buch ein bisschen über das Kinder- und Familienmanagen, weil das ja eben ein Teil unseres Alltags ist. Aber es geht auch um Themen wie die eigene Ernährung, die innere Haltung, Bewegung. Wir reden über Freundschaften, Partnerschaften, über wer wollen wir sein? Wollen wir vielleicht etwas an uns verändern? Wir haben ja unser Glück selber in der Hand und wir reden auch über Zukunftsvisionen, über wo wollen wir hin? Und dieses Buch ist teilweise autobiografisch. Ich habe hier und da einige Geschichten aus meinem Leben eingefügt, einfach um zu zeigen, wie aus
Schlamassel oder wie ein Gebirge, das im Wege steht, umgangen werden kann. Manchmal ist es tatsächlich nur ein kleiner Gedanke, ein Hebel, der umgestellt werden muss oder eine neue Sichtweise oder einmal die Ärmel hochkrempeln und es angehen. Der Ratgeber ist sehr umfassend. Wir gehen durch alle Bereiche unseres Alltags. Und natürlich ist nicht jeder Bereich gleichermaßen relevant für jede Person. Aber es ist total schön, sich seine Rosinen rauszupicken und an diesen Punkten weiterzuentwickeln. Und was ich mit euch vorhabe, ich möchte das mit euch gemeinsam machen. Ich möchte, dass wir uns einmal die Woche in Live-Videos treffen und gemeinsam die Woche besprechen, gemeinsam durch die Wochen gehen. Und sehr gerne stehe ich mit Rat und weiteren Informationen dann auch zur Seite. Ich weiß, dass dieses sich in Ratgebern weiterzuentwickeln ganz dolle Freude macht in Gemeinschaft. Ich bin beispielsweise den Weg des Künstlers gegangen mit einem guten Freund zusammen. Natürlich ist das auch teilweise eine sehr intime Arbeit. Das ist ein Arbeitsbuch. Aber, und nicht alles muss geteilt werden, aber es ist trotzdem schön, in der Gruppe gemeinsam auch Erfolgserlebnisse zu berichten und sich auszutauschen und einfach ja, miteinander durch die Wochen zu gehen. Und deswegen möchte ich Happiness Hausgemacht mit euch gemeinsam durchlaufen. Das Buch kommt am 1. Juni in den Buchhandel, kann jetzt vorbestellt werden. Den Link findet ihr unter dem Video, beziehungsweise ihr könnt selbstverständlich auch in die Buchhandlung eures Vertrauens gehen. Und es wäre schön, wenn Anfang Juni wir alle dieses Buch in den Händen halten würden, damit wir ab dann gemeinsam durch die Live-Videos gehen können. Wir finden einen Tag, an dem wir weitestgehend alle Zeit haben. Ich werde dafür einen Community-Post veröffentlichen, wo wir einfach einen Tag ausmachen. Und dann freue ich mich, euch ganz eng in diesem Buch zu begleiten durch die einzelnen Wochen. Einmal ganz kurz, wie wertvoll dieses Buch ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Verlagswelt ist in einer Papierkrise oder die Europa ist in einer Papierkrise. Einfach, weil Plastikverpackungen ja durch Karton und Papier ersetzt wurden und werden. Was früher mit Plastik verpackt wurde, ist heute in Papier von allen großen Konzernen, allen großen Firmen. Und deswegen ist der Rohstoff Papier aktuell sehr gefragt und die Preise dafür sind sehr in die Höhe gegangen. Die Verlagswelt, die ja nun seit vielen Jahrzehnten einfach ein Plus, Minus, Null. Wir wissen das. Seit der Erfindung der Computer haben es die Bücher nicht ganz so leicht. Kann diese hohen Rohstoffpreise schwer finanzieren. Und deswegen können viele Autoren zurzeit ihre Bücher nicht veröffentlichen. Und auch ich hatte, also ich erstmal ein ganz liebes Dankeschön an meinen Verlag, dass sie so sehr an diesen Inhalt des Buches glauben und einfach sich dafür entschieden haben, dieses Buch zu veröffentlichen in dieser Papierkrise. Übrigens auch Dankeschön, dass das Buch bei 16,99 geblieben ist und nicht teurer geworden ist. Das ist wirklich, ich weiß das sehr zu schätzen und ich wollte das einmal mit euch teilen, damit ihr das auch sehr zu schätzen wisst. Und einfach nur, wir leben einfach in einer veränderten Welt zurzeit. Bei meinen ersten zwei Büchern hatte ich, ich glaube, 25 verschiedene Blattarten zur Auswahl und hier hatte ich jetzt zwei zur Auswahl. Einfach, weil Papier sehr, sehr kostbar geworden ist. Ihr Lieben. Ich freue mich ganz doll auf dieses gemeinsame Projekt mit euch. Ich freue mich, mit euch durch euren Alltag zu gehen und miteinander aufzuräumen, zu strukturieren und ja, die Happiness Hausgemacht gemeinsam zu starten. Bis ganz bald. Ciao.